Wo, 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 wo bist du? Wow, ich vermiss dich so, verdammt, ich brauch dich so. Ich möchte mit dir nur noch Träume. Wo, 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 wo bist du? Wow, ich vermiss dich so, verdammt, ich brauch dich so. Wie die Blume, das Licht zum Leben. Hallo, wir sind die Jungs von Zeitflug und wir grüßen alle Fans von Schlagerplanet aufs Allerherzlichste. Danke für euren tollen Support. Schaut immer mal wieder bei uns rein, es gibt tolle Neuigkeiten und wir freuen uns, euch bald bei unseren Events zu sehen, okay? Ja. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. So, wenn ihr mögt. Ja, herzlich willkommen heute hier bei mir im Interview für Schlagerplanet, Zeitflug. Wir freuen uns. Ich habe hier bei mir den Ruben, den Martin und den Dennis. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Wir freuen uns, da zu sein. Ja, wir freuen uns auch, euch heute hier fürs Interview begrüßen zu dürfen. Ihr hattet heute hier auf dem größten Straßenfest in Köln, der längste Tisch von Köln, Silberinsviertel, einen bombastischen Auftritt. Die Leute haben ja gar nicht aufgehört zu klatschen und Zugabe zu schreien. Es war echt toll. Hat Dankeschön. Mir richtig gut gefallen. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Es war halt jetzt auch wieder mal in meiner Heimat. Da freue ich mich immer ganz besonders, auch die neue Single da vorzustellen. Und die Stimmung ist einfach immer in Köln großartig. Ja, wirklich großartig, das stimmt. Kommen wir doch gleich mal zur Eingangsfrage. Ruben, was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Eine Aufgabe gefunden zu haben. Also ich finde immer, unsere Gaben sind unsere Aufgaben und eine Aufgabe zu haben, mit der ich in die Welt und in die Gemeinschaft hineinwirke, das ist eigentlich das vollkommene irdische Glück. Okay, Martin? Für mich ist einfach alle Leute, die ich gern habe und alle Leute, die so eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, die sind für mich mein Glück. Ich glaube, dass man merkt, dass man geliebt wird, dass es Leute gibt, die einen lieben und die man auch liebt. Und das so zu merken, das ist wirklich, glaube ich, das Glück, was man überhaupt erfahren kann. Also habe ich auch in letzter Zeit tatsächlich sogar auch noch gedacht. Ja. Sehr schön. Ihr seid ja doch noch recht jung, aber ich denke mal, ihr habt bestimmt ein Lebensmotto. Jetzt frage ich dich mal zuerst, Martin. Okay, also so ein richtiges Motto, so was man so kurz und knackig sagen kann, habe ich nicht. Sowas wie YOLO oder so. Ja, ich sage das so manchmal, aber jetzt nicht so mein Motto unbedingt. Ich weiß für mich, dass ich halt nicht mehr alles mit mir machen lasse. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen selbstbewusster geworden in den letzten Jahren und weiß halt, also mein Motto ist es, mich nicht unterkriegen zu lassen und meinen Mund aufzumachen, wenn mir was nicht gefällt. Okay. Dennis? Mein Motto ist, das bei sich selbst lachen zu können, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Ruben? Les Brown hat das sehr schön für mich zusammengefasst. Ziele zum Mond, selbst wenn du ihn verfehlst, landest du bei den Sternen. Also versuche immer dein Bestes und dann kommt auch was Wunderbares dabei raus. Vielleicht nicht das, was du gedacht hast, aber immer was Großartiges. Das ist doch ein schönes Lebensmotto. Martin, dein Lieblingssänger oder Sängerin der Schlagergeschichte? Also aktuell ist es tatsächlich Helene Fischer. Die ist so mein größtes Schlagervorbild. Ist eine tolle Frau, super Sängerin. Die ist wirklich jemand, an dem man sich orientieren sollte, wenn man im Schlager erfolgreich sein will. Und deiner, Dennis? Ich fand Udo Jürgens immer toll. Juliane Werding, Marianne Rosenberg und auch Helene Fischer. Hab mehrere. Okay. Also ich hatte mal eine Begegnung mit Vicky Leandros Backstage bei The Dome und das war irgendwie großartig, weil sie kam ins Catering rein und alles wurde still, bis sie zum Catering dann kam und ihr Tablett in den Teller nahm und sie hatte einfach diese Präsenz und das fand ich faszinierend an dieser Frau und auch ihre Musik mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich tatsächlich sagen Vicky Leandros. Martin, welche Eigenschaften schätzt du an einem Menschen am meisten? Ehrlichkeit mag ich sehr gerne, ich mag Humor, ich mag ja, das war eigentlich schon das Wichtigste, glaube ich, für mich. Ja. Ruben, deine Lieblingsbeschäftigung? Meine Lieblingsbeschäftigung ist tatsächlich Lesen. Ich bin eine Leseratte und wann immer ich Zeit finde, auch wenn wir unterwegs sind zu Auftritten oder so, ich habe eigentlich immer ein Buch dabei und sei es irgendwie auf dem Handy im Notfall, lese ich. Ja. Dennis und du? Musik hören. Ja. So einfach. Martin, mit wem würdet ihr gerne mal, ich kann nicht sagen ein Duett, sondern irgendwie zusammen auf der Bühne stehen. Genau, zusammen auf der Bühne stehen. eindeutig, oder? Ja. Also Helene Fischer, denke ich mal. Ne? Helene Fischer oder Maite Kelly haben wir auch, die finden wir auch super. Ja, auch irgendwie ein Coversong von ihr mit drin, ne?
Richtig, genau. Wir haben einen Coversong von ihr im Programm, in unserem Schlager-Medley. Also da haben wir beide Legenden, die wir toll finden, natürlich dann reingenommen. Ruben, deine Lieblingstugend? Disziplin eigentlich. Also ich finde es sehr wichtig, dass man für sich sinnvolle Ziele findet, dass man seine Aufgaben wahrnimmt und die dann aber auch verfolgt und durchzieht. Also Durchhaltevermögen und Disziplin, ja. Pünktlichkeit. Nein, Spaß. Gerade ich nicht. Nee, ich weiß nicht. Ist Ehrlichkeit eine Tugend? Ja. Ja, ne? Dann Ehrlichkeit, ja. Ich weiß nicht. Fleißig sein in der Musik finde ich das wichtig. Zumindest auf uns bezogen. Also könnte ich jetzt so spontan jetzt nicht sagen, aber Fleiß finde ich ganz wichtig. Ja. Und Zuverlässigkeit finde ich auch noch sehr wichtig. Oh ja, stimmt. Ja. Zuverlässigkeit. Ja. Ja. Genau. Wer von euch hat den größten Fehler? Oh, in welcher Hinsicht? Persönlicher Fehler. Ich glaube, von uns dreien ist mein größter Fehler also bei Zeitflug, dass ich der Zickigste bin von uns dreien. Ich kann schnell auch mal schlecht gelaunt sein und wenn mir was nicht passt, dann lasse ich das auch. Also, ja, dann lasse ich das auch raus. Mein größter Fehler? Martin, was meinst du denn dazu? Naja, guck dich an. Nein, Spaß. Boah, ich weiß es nicht. Ich wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also allgemein ist nicht auf Zeitflug bezogen, sondern im Leben, ne? Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht so gut Nein sagen kann und viel mit mir machen lasse. Also ich glaube, da bin ich schon in blöde Situationen geraten, dass ich mich nicht gut abgrenzen kann. Also so auch mal zu sagen, nee, stopp. Also das... Ja, tatsächlich. Das ist ein Fehler von mir, ja. Da bekommt er auch sehr oft von mir eine Standpauke dann. Also wenn mit dem Kopf schütteln. Dennis, warum? Warum? werde ich aggressiv. Ja, auch schon eine Standpauke von dir. Aggressiv, empathisch. Genau. Wir haben mal darüber gesprochen, ob wir empathisch sind. Da habe ich für mich selber überlegt, ich bin eher aggressiv empathisch. Also ich kann mich in den anderen hineinfühlen, aber dann entwickle ich eine Wut, weil ich dann so mitfühle und dann denke, das kann doch nicht wahr sein. Genau. Ja, ich bin sehr harmoniebedürftig. Also ich versuche eigentlich möglichst schnell immer konstruktiv, manchmal zu schnell, zu konstruktiv, vielleicht auch die Schritte nach vorne zu gehen. Und da bin ich manchmal vielleicht gar nicht so empathisch, weil ich direkt die Lösung haben will dann auch. Das ist ein Fehler? Ja, weil ich dann zu voreilig bin. Ja, okay. Ja. Okay. Martin, in welcher Zeit hättest du gerne gelebt? Okay, ich finde eigentlich die Zeit, in der wir jetzt leben, finde ich eigentlich ganz gut. Also ich habe schon als Jugendlicher gedacht, so ich bin eigentlich ganz froh, jetzt zu leben, weil ich konnte mit einer Playstation aufwachsen. Ich konnte mit verschiedenen Konsummitteln aufwachsen, die es vorher nicht gab. Und ich finde das halt schon so ein technischer Fortschritt und so, das finde ich halt schon toll, das miterleben zu dürfen. Ich sehe das halt bei älteren Bekannten oder so, die dann mit einem Handy total überfordert sind. Und dann denke ich mir, also bin ich schon froh, das so mitzubekommen, dass ich halt auch noch mit 80, denke ich mal, wenn ich so leben sollte, ein Handy bedienen kann. Dann gibt es wieder neue. Ja, genau. Ja, gut. Dennis, wie siehst du das? Ich würde es tatsächlich gerne mal, aber nur für eine Nacht jetzt, also nicht komplett, sondern ich würde gerne mal so in so 80er Jahre reisen und da in so einen Club zur 80er Musik und da so das Lebensgefühl, weil ich liebe die 80er. Und da würde ich gerne mal so einmal hinreisen und dann so ein Wave-Nacht mitten machen und irgendwie Michael Jackson, Prince, so diese, als diese Leute groß waren, das mal so mitzuspüren. Da würde ich gerne mal eine Nacht, aber ich würde nicht in den 80ern leben wollen, aber das mal so miterleben, wie das Lebensgefühl nochmal war, das würde mich mal tatsächlich reizen. Also ich würde gerne in den 20er Jahren leben, einmal in den USA wegen der Musik und zum anderen in Wien, wegen der Geburtsstunde der Psychotherapie eigentlich, was ja meine große Leidenschaft neben der Philosophie und der Musik ist. Und da mal Freud, Adler, Franke kennenlernen und mit denen diskutieren zu dürfen, das wäre toll. Was verabscheust du am meisten? Tierquäler. Die mag ich nicht. Leute, die sich über andere stellen und ihre Macht auf bösartige Weise ausspielen, um andere zu unterdrücken, das finde ich schlimm. Ich kann Egozentrik nicht leiden. Also ich finde es ganz schwierig, egozentrische Menschen auszuhalten und
bin da nicht sehr tolerant, tatsächlich. Intoleranz gegenüber bin ich sehr intolerant. Was ist für euch der Schlager-Jahrhundert-Hit? Puh, ich kenne mich leider nicht so gut mit Schlagermusik aus, auch wenn ich selber Schlager mache. Ich glaube, das kannst du sehr gut beantworten. Danke, Martin. Der Schlager-Jahrhundert-Hit. Also wir haben ja in unseren Medleys tatsächlich schon viele so Sachen wie, wir haben ja griechischer Wein, Bett im Kornfeld, wir haben ja einige Klassiker drin. Für mich persönlich wäre es tatsächlich griechischer Wein, weil ich der Meinung bin, dass griechischer Wein so ein Lebensgefühl damals gezeigt hat, eben diese Gastarbeiter-Thematik hier aufgegriffen hat. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Lied. Ne? Also die wurden ja damals sogar in Griechenland, haben die so einen Preis vom Präsidenten damals bekommen. Also ich glaube, griechischer Wein ist wirklich ein wichtiger Schlager. Für mich persönlich. Also für mich persönlich als Kölner wäre schon Trude Herr mit Niemals geht man so ganz eigentlich ganz vorne mit dabei, weil es ein ganz, also für mich eine persönliche Bedeutung hat auch der Song und auch einfach, weil der Song uns einfach mitgibt, unser Leben geht nicht vorbei, ohne dass er, also es wird nicht einfach vergessen, was wir getan haben und wir hinterlassen etwas und so hat dieser Song, glaube ich, auch für ganz viele Menschen bis heute eine große Bedeutung und eine Wichtigkeit bis heute behalten. Ihr seid ja jetzt wirklich so in dieser ganzen Szene so drin, Social Media, was haltet ihr davon? Ja, ich finde, Social Media ist ein ganz wichtiger Kanal oder ein ganz wichtiges Medium, um Leute zu erreichen. Also wenn ich bedenke, wie das damals lief, also als ich so 13, 14 war, da hat man die Stars halt wirklich nur im Fernsehen sehen können und jetzt ist man halt wirklich durch Social Media so ganz nah dran. Ne? Also wenn ich bedenke, ich bin ein riesen Christina Aguilera-Fan, dass ich quasi in ihren Stories sehen kann, was sie gerade macht oder was sie gerade eben getan hat, das ist dann schon cool. Und deshalb bin ich halt auch sehr dankbar für Social Media, weil wir können das halt auch mit den paar Fans, die wir haben, können wir das halt auch gut teilen dann. Ja, also ich denke, das Problem mit Streaming-Diensten ist natürlich liegt sehr auf der Hand, weil einfach die Monetarisierung auch von Musik immer schwieriger wird, was für uns Künstler aber natürlich immer noch ein entscheidender Faktor ist, weil wir würden gerne schon von der Musik leben. Und das fällt natürlich ganz massiv weg. Und dazu kommt natürlich auch ganz generell im Online-Gewerbe, wie auch immer man das jetzt nennen will, einfach diese emotionale Inkontinenz, nenne ich das immer. Also die Leute haben alle eine Meinung und können die kundtun und es wird nicht mehr gefiltert und es ist sehr respektlos häufig, wie den Künstlern auf solchen Plattformen begegnet wird und das finde ich sehr schade und schwierig. Für uns als Band ist es sehr wichtig, denke ich, weil wir wirklich rauskommen können mit unseren Sachen und die teilen können. Ich sehe es natürlich auch kritisch insgesamt. Ich sehe da auch die Problematik, die Ruben auch schon aufgezählt hat. Denke aber, für uns als Künstler ist es schon sinnvoll und wichtig, ne? Also wie man es halt einsetzt. Ja, ja, dann gibt es ja bei euch jetzt bald was Neues. Jetzt kann der Bild durcheinander erzählen. Okay, genau, ja, am 11.10. wird unsere neue Single veröffentlicht, Wo bist du? Wo bist du? Genau, und wir freuen uns sehr über den Song. Erzähl doch mal was, Dennis. Ja, wir sind ein bisschen in die Disco-Fox-Richtung jetzt mal gegangen mit der neuen Nummer und haben uns dann ganz bunt gemischt und ja, eben wirklich zum Tanzen. Wir wollten so eine Disco-Fox-Tanznummer, haben wir bisher so krass ja noch nicht gemacht. Und der Song wird sehr tanzbar sein, sehr mitsingbar, sehr einfach mitzusingen sein und ja, eine gute Laune-Nummer. Genau, und es gibt auch verschiedene Mixe wieder. Ja. Es wird sogar noch ein Remix jetzt produziert, haben wir gestern erfahren beim Videodreh. Es war ein DJ von, oder ein Bekannter von DJ Antoine, oder wie war das? Ja. Irgendwie so, genau. Also auf jeden Fall wird jetzt noch ein Remix fertiggestellt, wo wir uns sehr drauf freuen. Und ja, wir haben gestern schon ein tolles Video gedreht. Erzähl doch mal. Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben in einem ganz tollen Club gedreht und mit Danny Fabian, einem Kollegen auch von Fiesta Records, der hat das Video mit uns gemacht. Hat einen riesen Spaß gemacht. Auch die Miss Germany 2017 war dabei. Also wir hatten ganz prominente Unterstützung. Es war eine super Atmosphäre und ich bin einfach jetzt mega aufgeregt und gespannt auf das Ergebnis, weil wir waren echt flott eigentlich. Also im Vergleich zu den letzten Drehs, die ich gemacht habe, war es richtig flott, aber ich glaube sehr, sehr gut. Also aber wir konnten immer schon auf dem Computer sehen, so ein bisschen reingucken, wie das aussieht und welche Filter darüber gelegt werden und sowas. Und da sah es schon wirklich sehr, sehr hochwertig und gut aus. Also hat uns sehr gefallen. Was hat der Song für eine Message?
Es ist natürlich die ewige Sehnsucht nach der großen Liebe, ne? Worum geht es im Schlager immer? Und da geht es natürlich in dem Song auch darum. Es ist wirklich so ein bisschen so dieses, man hat jemanden kennengelernt und erkennt für sich, dass es ja eigentlich die Liebe ist. Und jetzt möchte man diesen Menschen wiederfinden. Sowas hat bestimmt jeder schon mal erlebt. Das ist ein liebes Herzschmerzlied ein bisschen. Genau. Also man sucht nach der Liebe, die man eigentlich schon gefunden hat, aber die dann wieder verschwunden ist. Ja. Die letzte Szene war grandios. Genau, die durfte ich spielen. Ich bin gespannt, wie es im Video im Endeffekt wirken wird. Dein Gesicht ist voll. Mehr verraten wir das nicht. Ruben, wie hast du den Dreh und wie empfunden und wie empfindest du die Single? Also bei solchen Aktionen mit Zeitflug vergeht die Zeit wirklich immer wie im Flug. Also das habe ich schon beim letzten Dreh gesagt, es war wieder so, weil wir einfach immer so eine gute Stimmung am Set auch hatten und es hat unglaublich Spaß gemacht, es war eine sehr gute Harmonie, sehr gute Dynamik dabei. Es ging unglaublich schnell rum und ich bin jetzt auch unglaublich schnell ging die Zeit bis jetzt zur neuen Single rum, fand ich. Also gefühlt war gestern erst die letzte draußen und jetzt sind wir schon wieder bei der neuen. Der Tag war großartig. Also ich bin gespannt einfach auf das Ergebnis. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für das nette Interview. Wir danken. Toi, 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 viel Glück zum Start der neuen Single. Danke. Vielen Dank. Ciao. Da kommt der Dalmatiner raus. Wir sind hier und machen ein bisschen Musikvideo, ein bisschen Shooting, ne? Geen leuks, geen lekker. Ja, das ist wirklich ganz doll. Tolle Leute hier, wir haben Spaß, ne? Schöne Grüße, tschüss, 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 tschüss. Ich möchte mit dir nur noch träumen. Das ist so, dass du jetzt Musik, Danny? Nee, wir brauchen keine Musik mehr. Geil, Alter, mach mal. Geil, Alter, Wodka. Die kann ich freuen, ich den ganzen Tag schon drauf. Ja. Geil. Ja. Erstmal schön Luft machen, dann Wodka. Könnt ihr tanzen? Ja. Tanzt ab. Wow. Ich habe dich richtig gesetzt und du stehst auch richtig auf der Bar. Ja, super. Ja. Rätselein!
20, 60, 90. Und am rechten Bein auch noch. Was soll ich denn auch ein bisschen unterhalten?